Jo Leute, da sind wir wieder zurück zu Thunder Rocks, unserem aktuellen Park. Hier müssen erreicht werden 1500 Besucher und eine Parkwartung von 600 bis Oktober, ja 3, wir sind jetzt im April, haben gleich 1000 Besucher hier am Start. Es geht steil aufwärts, wie ihr seht. Ja, Eintritt frei. Dafür müssen wir Geld für die Attraktion nehmen, was ja schon so eigentlich ganz gut passiert. 5000 nehmen wir immer ein. Wir haben auch schon einiges gebaut, wo die Leute kommen und anstehen und mitfahren. Schulden haben wir 15.000. Das ist eine Menge. Wir haben auch schon hier ganz schön was gebaut. Switch Around, Thunder Rock Splash, Thunder Rock Rapids und ein paar harmlosere Attraktionen. Hier drüben ist eigentlich, glaube ich, noch gar nichts, wie ihr seht. Das muss ich dann auch noch ändern. Miniaturgolf kam als nächstes. Werbekampagne. Da am Start liegt ein bisschen Kotze rum. Ob das denn so sein muss? Ich muss mal wieder ein paar Leute einstellen, die den Fresseckenbereich, die Fresseckenbereiche sauber halten. Rasenmäher brauchen wir ja heute nicht, weil. Ihr seht, hier ist nur Sand. Daher brauchen wir es ohne extra deaktivieren, den Rasenmäher. Kurz mal reingucken, wie die Warteschlange ist, ob überall was steigt. Ich möchte das Aufhängnis erheben. Okay, aber ansonsten überall. Leute da oder denken, die ist ja zu teuer. Ah, die wollen alle bloß was Aufregenderes erleben. Na gut, aber solange die überhaupt mitfahren, außer bei den Erträgen, könnte man nochmal reingucken. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, 1000 Besucher jetzt aktuell im Park. 9000 Mark gleich auf dem Konto. Könnt ihr doch mal einen Minigolf bauen. Minigolf hat wahrscheinlich eher das Problem, dass es nicht so populär ist. Aber unterirdisch Minigolf, das ging nicht, oder? Ne? Gleich mal ausprobieren. Meines Wissens nach hat das nicht funktioniert. Doch. Alter, wie geil ist das denn? Alter, da kommt mir jetzt. Und da bauen wir jetzt einfach einen Underground-Golf. Alter, das ist ja geil. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das funktioniert. Ungefähr da geht's los. Warte mal, da kommen wir wieder eine andere Idee. Man könnte das ja auch. Ach, jetzt sieht man wieder nicht so gut hier, weil da Stein überall im Weg ist. Ja, warte mal, ich mache das mal eins eher. Warte mal, das muss eigentlich anders sein. Das muss für die Leute ganz überraschend sein, dass die ganz plötzlich. Ziemlich weit oben sind, aber dann hier den Weg zum Ende zu schaffen, das wird dann wieder spannend. Was? Kann man die auch. Ah, das geht dann nicht. Das ist ja cool, ja, mit Blick.
Hier hast du vom Loch aus direkt dann den Blick. Achso, und das ist dann zu hoch für die Stützen. Schade. Ach. Wie hoch kann man denn den bauen? Oh, hier steht nichts da. Ach, das ist schade. Ich wollte es eigentlich so eine übelste Höhe hochbauen. Dann sollte das dort mal... Ach ja, Höhe 6 geht. Okay. Dann machen wir einfach jetzt so. Jetzt gucken die ja so raus. Vielleicht steigert das ja die Excitement. Können hier draußen mal kurz golfen und dann Golfbahn D lassen wir mal weg, weil da liest man ja überall, dass das die Bahn ist, wo die Leute am längsten brauchen. Daher ist es vertretbar, dass die Bahn noch wegbleibt. So. So, hier kleiner Grafikbug hier. Aber dass es so geht mit dem Golf in als Tunnel, das ist jetzt mir aber schon eine ganz komplett neue Erkenntnis. Auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich drüber lachen werdet, dass ich das nicht weiß, aber... Oder hat man das schon mal in irgendeinem Park? Kann ich mich nicht dran erinnern. Wenn ich ehrlich sein soll. Durch der Grafikbug hier, das sieht ja nicht ganz so toll aus, aber ist halt jetzt mal so. Oh, das nervt auch hier, dass man hier nicht so richtig tüdeln kann. Ja, will ich hin. Genau, das ist die richtige. Klippensprung immer noch nicht repariert. Ja, da kommt bestimmt gleich einer mit der Ruhe. Da kommt bestimmt gleich einer. Na gut, sind bloß 6 Mechaniker. Ich hau noch mal ein paar raus hier, dass wir 10 haben. Hier, das soll auch eine volle Zahl ergeben. So. Zack. Kurz mal hier reingucken. Ah, die ersten Leute kommen schon. Sehr schön. Dann machen wir aber hier, damit das wie so eine Terrasse wirkt. Oh, das kostet Geld. Und ich glaube mal, ein Zaun, das wird daran scheitern, dass dann... Ah, nee, doch, das geht auch noch. Da ist jetzt Minigolf im Weg. Das hat mir so eine blöde Lücke. Hm. Naja, gut, ist es halt so. Ne, warte mal, ich könnte ja eigentlich... Wir kaschieren das einfach so, jo. Das hat jetzt zwar einen Haufen Geld gekostet, aber... Nützt ja im Grunde genommen nichts, ne? So, dann machen wir noch irgendwie eine schöne Bodenfarbe hin. So. Hintergrundgolf. Bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Viele Leute werden wahrscheinlich sagen, wir werden was Aufregendes erleben. Wart auf Testergebnisse. So, Spieler 1. Die ersten schon durch, oder? Ich glaube, das hier müsste der nächste sein. Der ist gerade draußen unterwegs. Genau, dann geht's zum Finish. Attraktion ist verfügbar. Vertreter Holzachterbahn. Hier ist er. Und spielt. Oh, die ist das auch. Klippenspringer ist immer nicht repariert. Was ist denn hier los, Mensch? Auf dem Weg zu Klippenspringer.
Kann es sein, dass er den Weg zu dem Ding nicht findet und irgendwie hier runter will? Kann es sein, dass wir da eben jetzt einen Bug entdeckt haben? Vielleicht. So, jetzt ist der Nächste, der zu Klippenspringer will. Also irgendwas scheint da nicht zu funktionieren. Retten, der bleibt auch jetzt hier hängen. Der will bestimmt hier runter, aber das geht nicht, weil er das nie realisiert, dass er dort nie lang kann. Und das ist bestimmt das Problem, dass das wahrscheinlich nie repariert werden kann. Das ist immer, es sind immer nur die dort oben rumlungern. Und der findet den Weg bestimmt auch nicht. Warte mal, da mache ich mal was. Warum sehe ich denn das jetzt nicht? So, um das zu vermeiden, ich glaube, ich muss... Jetzt hat er es endlich mal realisiert. Dann kriegt er den Zirkus noch. Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug, ja? Dass er das nicht so richtig realisiert, dass er eigentlich unten lang soll. Was haben wir jetzt gelöst, auch wenn das jetzt viel Geld gekostet hat insgesamt. Aber irgendwie hätte ich jetzt tierisch Lust, so eine verdrehte Holzachterbahn zu bauen. Die einfach hier so rauskommt. Geht das? Da kommt mir gerade wieder irgendeine kranke Idee. Machen das mal so hier. Ey, zu hoch für die Stützen. Ist das dein Ernst? Ich denke, eine Achterbahn muss so hoch sein, damit die richtig Spaß macht.